Herzlich willkommen zu History of Big Beards Episode 2. Heute nicht mit Christian Lenz, dafür mit mir, aber keine Sorge, ich bin nicht alleine hier. Ich habe mir hier drei wunderschöne Gäste mit auf die Couch geholt und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal ein paar alte Fotos und Videos an und reden so ein bisschen über euren Bartstyle und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Das ist unfassbar. Du hast das eingeschickt. Das ist unfassbar. Da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst, ne? Also ich sehe da auf jeden Fall die CDs im Hintergrund und das kranke Gaming-Setup da. Also das ist schon... Ja, da ist doch noch ICQ hinten offen. Ich weiß gar nicht, also die jüngeren Leute kennen das gar nicht mehr, leider nicht. Und ich glaube da, dieses kleine Mauspad, das war ja irgendwie von irgendeinem... Das hieß PC-Kids oder so. Die Bürotastatur, aber da an dem, so wie ich da saß, so, das waren die ersten Anfänge, ne? Mit Trackmania damals hatten wir angefangen. Ich glaube, das war jetzt noch 2 Jahre zuvor, bis ich Lennart kennengelernt habe, aber das war so mein erstes Gaming-Setup da. Unfassbar. Ich sehe auch aus irgendwie wie 9 Jahre alt, ne? Da war ich 14. Da warst du 14? Ja, 14? Ja, ja. Okay. Ich sah mit 20 noch aus wie 12 oder so. Das war absolut völlig... kein Bartwuchs vorhanden. Dachte, es war da lange nichts. Bis 20 hat es gedauert. Oder bis 25. Aber noch Wrestling-Poster oben. Man sieht noch einen kleinen Teil. Ich dachte, das ist eine Deutschlandflagge. Nee, das ist ein Wrestling-Poster. Ich weiß nicht, ob da nachher noch was kommt dazu. Da hatte ich Wrestling-Poster, ne? So cooler Typ. So, und dann aber so ein Findet Nemo-Plastik. Duality of Man. Ja. Ach, schöne Fotos, ey. Wenn du sagst, du hast Lennart 2 Jahre später kennengelernt, du hast da schon Trackmania gespielt? Ja, also da ging es so langsam los. Ne? Das waren so die ersten Zeiten. Das hatte ich ja durch einen Klassenkamerad, hatte ich das so gezeigt bekommen. Und ich meine, jeder, der Trackmania schon mal irgendwie angefangen hat zu spielen oder sich damit beschäftigt, da sieht man ja jetzt mit Dennis immer, als wir die Grand League gecastet haben, das ist irgendwie komisch. Das bindet ein irgendwie. Man hat da ultra Interesse dran. Man wird da schnell besser und das hat uns damals alle so gefesselt. Na, da waren wir noch ein bisschen zu jung für Counter-Strike. Da war noch ein bisschen Racing Game am Start. Aber ja, das war so die ersten Anfänge. Hast du da in der Zeit deines Lebens auch schon Trackmania gespielt? Wie viele Jahre ist das her? 2008. 2008? Nee, noch gar nicht. Dennis kam ein bisschen später. Da war ich noch gar kein Gamer, sagen wir es mal so. Das hat auch ein bisschen gedauert bei mir. Ja, und ich war dann tatsächlich auch im Fernsehen damals. Bei Giga. Bei Giga. Mhm. Giga Liga Live. Weiß mit ich. Gregor Teicher. Okay. Grüße gehen raus. Der macht heute Sky Sport News. Ja, Wahnsinn, ja. Das ist schon. Also auch das Shirt zur Wandfarbe ist echt. Top-Foto. Ah, mein Kinderzimmer, ey. Windows 98. Unglaubliche Zeiten, ja. Hast du die Fotos eingereicht oder haben wir die irgendwo rausgesucht? Ja, habe ich nicht eingereicht. Die hast du nicht eingereicht? Ja. Das kommt auf mein Instagram. Mr. 305. Was ist die Story hinter diesem wunderschönen Foto? Also früher habe ich sehr viel Pitbull gehört. So fangen die besten Stories an. Warum lacht ihr? Guter Artist. Und ich war relativ known dafür in der Trackmania-Szene, immer so random Streams zu machen mit einfach nur Musik. Und ich habe immer zu Pitbull angehört. Und immer der Nacht davor, also vor LANs oder so, habe ich immer die Streams angeschmissen und habe einfach nur Pitbull durchgespielt und einfach nur so schnell wie möglich auf den Maps gefahren. Und irgendwann hat mir dann jemand, wer war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Irgendjemand hat mir, da haben wir übernachtet, irgendwo in Deutschland, weil ich gefahren bin auf eine LAN. Und irgendjemand hat mir so eine Mr. 305 Villa mitgebracht. Ich weiß nicht mehr, was war. Und war das auch dein Hotelzimmer, das 305? Wir hatten das nebenan, 303. Oh. Das wäre natürlich brillant gewesen. Ja, und deswegen mussten wir unbedingt das Bild machen und da ist das Bild entstanden. Ich habe sogar eine Big Jacke an, aber man sieht es nicht. Was war denn das Bild? 2018? Müsste 2018 gewesen sein. Meine erste LAN für Big, ja. Müsste Gamers Assembly heißt die LAN. War in Frankreich. Und da bin ich hingefahren damals mit jemand anderem zusammen. Ich weiß nicht mehr mit wem. Mit einem anderen Trackmania-Spieler. Und der hat mir eben diese Brille geschenkt. Und wir mussten unbedingt das Bild machen. Und
Kann ich nachvollziehen. Die Leute haben es gefeiert oder so. Kann ich nachvollziehen. Hast du dann nur den Schnauzer? Oder ist ich glaube, da hatte ich nur so einen leichten Schnauzer gehabt, ja. Und leicht angedeutet. Warum hast du dich jetzt gegen den Schnauzer entschieden? Du siehst es doch. Ich meine, da war der noch jung. Also, man sieht es doch. Es war einfach einfacher. Oh ja. Oh ja. Oh, ja. Oh. Das muss Lennart sein. Wollte ich sagen, als wäre es Lennart und als wäre es im Urlaub. Ja, das muss. Ich weiß leider nicht mehr, wann das war. Doch, das war, glaube ich, der letzte Familienurlaub, wo ich mit dabei war. Das war irgendwas auf den Kanaren. Gran Canaria oder Lanzarote war das vielleicht. Also war ich da 16. Ein bisschen Bartwuchs war da schon, aber ich habe mir immer die Oberlippe immer abrasiert gehabt. Deswegen hatte ich immer nur unten ein bisschen Bart. Und da habe ich versucht, ich weiß nicht, ob das eine Aloe Vera Pflanze ist, aber so ein Kaktus, habe ich vorher auf YouTube so Videos gesehen, dass du vorne die Spitze den Dorn rausbrechen kannst und kannst dann daran ziehen. Und dann kommt da so eine Schnur raus, womit du irgendwie, weiß nicht, den Korb knüpfen kannst oder irgendwie sowas. Du wolltest einen Korb knüpfen. Nee, aber ich habe gesehen, dass das geht und dachte mir, probiere ich mal aus. Hat nicht geklappt und da hat, glaube ich, meine Mom ein Foto von gemacht, weil die dachte, das ist eine schöne Urlaubserinnerung. Ja, da hatte ich auf jeden Fall noch eine ordentliche Mähne, Haarpracht. Ich hatte richtig Locken früher, deswegen, wir haben schon mit Team Schweine im Counter-Strike gezockt. Da habe ich 3 oder 4 Jahre auch schon YouTube und Twitch gemacht und man wusste noch immer nicht, wie ich aussehe. Mhm. Felix kannte aber noch aus der Trackmania-Zeit von ganz früher so Fotos von mir, wo ich auch noch längere Haare hatte als da und deswegen hat er immer Lockenkopf zu mir gesagt und hat gesagt, ich bin der Sohn von Thomas Gottschalk und deswegen waren die Leute so überrascht beim Face-Reveal, dass das dann nicht mehr so war. Ich kann mich da sogar noch dran erinnern, an Face-Reveal. Ich hab das ja letztens, als wir uns in Hamburg gesehen haben, schon gezeigt, dass du 2014 mal meinen Twitch-Account, nicht mehr meinen Twitch-Account, meinen Steam-Account gesigned hast. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, wir haben mal irgendwann gegen dich gespielt oder sowas und hast du irgendwann mal meinen Steam-Account gesigned. Hast du da noch Trackmania gespielt oder? Warte, 2016, da war ich, wann war das dann? Das war dann 2009. Da habe ich gerade mit Counter-Strike angefangen. Okay. Ich habe mit CS erst angefangen, als ich 16 geworden bin. Da bin ich selbst im Mediamarkt gegangen und habe mir das geholt. Okay. Weil ich das vorher auch, ich weiß gar nicht, ob ich das hätte nicht spielen dürfen von meinen Eltern aus, ob die mir das nicht holen wollten, ich weiß es nicht. Okay. Aber da war ich noch dick im Trackmania-Grind drin, ja. Ja, ich hatte da auch, wenn nicht spielen, nicht dürfen, ich durfte das auch nie. Ich hatte dann immer meinen damals 30-jährigen Cousin, der immer die Spiele für mich gekauft hat. Also Command & Conquer und so solche Geschichten hat er mir dann immer gekauft. Ja, das ist halt, früher hast du mit Matchbox-Autos gespielt und dann siehst Trackmania und dann, ich glaube, die meisten haben Trackmania gespielt in ihrer Kindheit. Ja, habe ich auch tatsächlich. Viele, ja. Das ist halt einfach friendly gewesen, kinderfriendly. Ja. Warum hast du denn Oberlippenbart abrasiert? Gab es da irgendeinen bestimmten Grund für oder einfach? Nee, ich fand irgendwie, das sah komisch aus mit dem Oberlippenbart. Ich weiß nicht, den habe ich ja auch erst seit 1,5 Jahren oder so oder seit einem Jahr. Noch gar nicht so super lang und also seit ich in der Schule war, seit ich da 16 oder 17 war, habe ich immer alles, was oben war, abrasiert. Ich kann ja nicht sagen, warum. Wobei ich weiß noch, als das dann langsam losging mit dem Bart, da hatte ich hier noch relativ wenig. Mhm. Da ist einfach nicht viel gewachsen und die paar Dinger, die dann da halt rausgesprossen sind, fand ich, sahen komisch aus. Und dann habe ich glaube, das war sogar auch im Stream, dass ich eine Wette verloren habe, dass der Chat gesagt hat, ich soll mir mal den Oberlippenbart mal wachsen lassen. Und seitdem dachte ich, ja, sieht doch okay aus. Und seitdem trage ich das so. Ich habe das immer genau andersrum gemacht. Ich habe immer nur die Seiten rasiert und dann nur den Oberlippenbart. Das war auch unglaublich. Also nur so ein Pornobalken. Ja, unglaublich. Ach du Scheiße. Es wird ja immer schlimmer. Das war jetzt schon die Zeit. Da sieht man, glaube ich, hinten hier von unserem Trackmania-Clan das Forum-Board, wo man sich immer ausgetauscht hat. Das war jetzt die Zeit, so, das war dann 2 Jahre später, da hatte ich mit Lennart dann den ersten Kontakt. Ja, da sieht man, glaube ich, noch, ich glaube, es war Philipp Lahm da als Sticker. Ja. Naja, und hinten auf meinem Drucker, du musst dir vorstellen hier, das war die Zeit, da war ich beim HFC immer in der Fankurve und da bin ich immer auf dem hier Lok und Halle hier, da war ich richtig. Stell dir mal vor, so der Typ so, mit der Statur, klettert da auf dem Zaun und fordert immer. Und der Brille vor allem. Naja, und ja, komm doch boxen. Wie alt warst du da, 16, 17? Oder ist das schon? Da war ich 16, ja. Genau. Eine sehr, sehr schnelle Brille. Dieses unfassbare Microsoft-Headset da für 30 Euro. Das musste ich mir 6 Mal holen, weil ich immer mit dem Stuhl drüber bin. Ach, Mann, ey.
Kennst du noch so alte Clan-Foren überhaupt, Dennis, aus Trackmania? Weil dann hast du so ein Foto gehabt und hast so einen richtig hässlichen Rahmen immer gehabt. Ja. Mit dem Clan-Logo unten und so eine Schärpe, wo dann dein Nickname drauf stand. Und genau so Fotos waren das. Ich glaube, damals das war SBRT oder so. Genau das. Ja, das ist das. Ja, genau das. Genau das ist das. Was war das ausgesprochen? Speed World Racing Team. Okay. Richtig cool, ja. Womit hast du das Foto überhaupt gemacht? Ist das mit dem Handy oder mit der Kamera? Ja, mit meinem. Da gab es noch keine Smartphones. Ja, eben. Oder? In der Qualität noch nicht. Deswegen. Ja, die Qualität. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hatte ein Fotoapparat, glaube ich. Schon damals geblockt quasi. So ein Einweg. Weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt, dass das eine coole Pose ist. Nämlich diese Sonnenbrille für 3 Euro. Ach ja. Eieiei, ey. Aber auch Bartwuchs, ne? Keine Chance. Gar nichts. Keine Chance. Wie gesagt, bei mir mit Mitte 20 ging es langsam los. Ich wüsste nicht mehr, ob du da 12 bist oder 16. Ich sag ja, also ich sah mit 20, musst mal Fotos gucken von mir, wie ich 12 bin und wie ich 23 bin. Das ist 1:1 gleich. Ne? Die Frisur ist auch wild, stark. Frisur? Fuck. Ach ja. Ja, aber wie gesagt, Bartwuchs. Naja, da war noch nichts. Ja. Ich sehe Matthias Ginter. Ja. Das sind von links nach rechts. Das bin ich, Swanny. Die Christina Ginter, das ist die Frau von Matthias Ginter. Matthias Ginter und dann ein langjähriger Twitch-Zuschauer von uns. Paralappen heißt er, heißt Yannick. Mhm. Und wir haben seit 2018 machen wir mal im Dezember Charity-Streams. Und Matze Ginter ist bei uns ein Meme in der Community. Das ist jetzt ein bisschen zu lang die Story, um das auszuführen. Aber wir haben dann einen Charity-Stream für seine Stiftung gemacht, die Matthias Ginter-Stiftung. Die setzen sich für sozial, körperlich und ansonsten benachteiligte Kinder in Deutschland ein. Und das ist total eskaliert. Und dann hatte ich eine Einladung bekommen von denen. Die machen dann einmal im Jahr so eine Stiftungsgala. Mhm. Da wurde ich zu eingeladen. Da hatte ich gefragt, also man durfte eine Begleitperson mitnehmen. Da hatte ich gefragt, ob wir noch eine dritte Person mitnehmen können. Als Twitch-Repräsentant quasi. Weil der Yannick, der Paralappen, unser Zuschauer, der hatte sein komplettes Weihnachtsgeld in diesem Charity-Stream gespendet. Das waren, ich glaube, 1.000 oder 1.500 Euro. Und da dachten wir, es wäre eine geile Idee zu fragen, ob er auch noch mitkommen kann. Und dann sind wir da hingegangen. Es war ein sehr geiler Abend. Da haben wir auch mit Jogi Löw ein Foto tatsächlich bekommen. Ja. Oh. Aber Swanny hat sich auch nicht doll verändert, finde ich. Nee. Den habe ich, wie gesagt, den sehe ich ja jetzt immer auf den CS-Events. Und so, der sieht immer noch genauso aus. Ja. Auch bartechnisch genau das Gleiche. Wie lange ist das her? Das war 2019. Da Swanny sogar im maßgeschneiderten Gucci-Anzug. Oh. Und er hatte hier so einen goldenen Hirsch. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt. Er hatte hier so einen goldenen Hirsch an der Brust. Und dann hat er gesagt, das Ding war auch 400 Euro teurer. Und der Anzug, ich glaube, 2.000 oder 3.000 Euro hat der Anzug gekostet. Und ich kam da. Also hat er nicht gespendet. Nee. War nichts über. An dem Abend hat Swanny nicht gespendet. Und da habe ich sogar ein EM-Trikot ersteigert, was er für die EM-Qualifikation hat er das gespielt. Also sogar ein getragenes und unterschrieben. Da gab es dann so eine Tombola, wo du mitbieten konntest. Und das konnte ich mir da sichern. Das habe ich zu Hause an der Wand hängen. Ist das Cologne? Das war. Ja, das war ESL One Cologne 2017, müsste das gewesen sein. Da sind wir da draußen rumgelaufen. Das war auch meine erste ESL One. Ich überlege gerade, war das 17? Doch, das müsste 2017 16 warst du noch nicht mit. Nee, 16 war ich noch nicht, genau. Das 18 war 17. War das Irre. Und 17 war ein Jahr davor, genau. Das war auch meine erste ESL One Cologne. Das war ein halbes Jahr nach meinem Face-Reveal dann. Ja, ja. Und da haben wir Tapsen im Flur getroffen und dachten mal, machen wir mal ein Foto. Ja. Aber das ist wieder das Gleiche mit dem Bart. Hast du wieder nur den unteren, oder? Ja, das habe ich jahrelang so durchgezogen, ja. Da hat sich nicht viel verändert bei mir. Der ist da voller als bei dem anderen Foto. Das kann sein, ja. Wart ihr, also du obviously schon mal, aber warst du schon mal auf einer ESL? Nee, noch gar nicht. Noch gar nicht? Nee. Gar nicht. Nee. Noch kein einziges CS-Event. 0,0. Weil ich andere Events habe. immer wenn irgendwelche Events sind in Deutschland, habe ich mal ein Trackmania-Event. Also jedes Mal? Wirklich jedes Mal. Das müssen wir irgendwann mal, irgendwie kriegen wir das mal hin. 100%. Das sieht schlecht aus nächstes Jahr, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich Kalender anschaue, aber naja. Vielleicht kommt es ja auch wieder zu ESL. Es war ja vorher bei ESL, Trackmania. Und wurde dann irgendwann rausgeschmissen. Vielleicht kommt es wieder, wer weiß. Das Foto, das ist doch jetzt auf dem... Also das ist zwei Monate alt? Ja, ich glaube, ich habe das Foto sogar gemacht. Du hast das Foto gemacht, ja. Ja, ne? Du hast das Foto gemacht, ja. Hast du mich wenigstens auf Instagram getaggt, dass ich das Foto gemacht habe? Ich glaube nämlich nicht. Copyright. Recht auf eine Bild. Ich weiß nicht mehr, wer das Foto rausgesucht hat. Also, keine Ahnung.
von links nach rechts. Links ist Granadi, mein neuer Partner für die Trackmania Grand League. Wir stellen jetzt um auf Duo und ja, er wird mein neuer Fahrer sein. Da war er noch bei Alternate. Dann ich natürlich. Nebendran haben wir den netten Lennart, der war auch auf der LAN. Glaube, du hast aber nur gestreamt, glaube ich, dort. Wir haben das Ganze gecastet, ja. Gecastet, genau. Und daneben ist Barbos, der ist bei deinem Schweine-Aim Racing Team. Genau. Und ja, das waren die vier Macher auf der LAN. Und der fünfte, der das Foto gemacht hat. Und der fünfte, der das Foto gemacht hat, natürlich, die fünf Macher. ich gebe dir nie wieder Essensempfehlung in Hamburg. Ja, und es waren schon ein paar nice Tage. Also, da muss ich auch sagen, hat echt Spaß gemacht. Es hat echt Spaß gemacht, ja. Das war mein erstes Trackmania-Event. War jetzt ein kleines Event, aber war echt ja, witzig. Ja, ich meine, es war ein sehr nette Community. Es war cool, die ganzen Leute zu treffen, weil das war das erste deutsche Trackmania-Event auch. Also es gab noch nie vorher ein deutsches Trackmania-Event. Und ich glaube, da werden noch viel mehr kommen. Spielst du Trackmania auf einem Pad oder spielst du Trackmania im Flugzeug? Also auf dem, da hat kein Bildschirm, ne? Das ist tatsächlich im Flugzeug, aber es ist auf einem Pad. Also es ist nicht integriert, aber es ist auf einem Pad. Und zwar war ich da, Air France Cup hieß es. Das war 2019, glaube ich. Ja, 2019. Und da wollten die irgendein neues Internetsystem testen im Flugzeug. Und da haben die Trackmania ausgewählt. Und da mussten wir dann nach Paris reisen, zum Charles de Gaulle Airport. Und da haben die extra einen Flug gebucht, nur für dieses Event. Und wir haben dann eine richtige Trackmania LAN im Flugzeug sozusagen gehabt. Und ja. Von wo seid ihr? Erste E-Sport-Event in meinem Flugzeug sozusagen. Achso, ich dachte, das war deine erste LAN im Flugzeug quasi. Ja, gut, okay. Also ich glaube jetzt nicht, dass es eine zweite LAN im Flugzeug geben wird. Na gut, man weiß nie, aber. Aber ja, klar, erstes E-Sport-Event im Flugzeug. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so typisch, dass man im Flugzeug ein E-Sport-Event startet. Nee, nicht wirklich. Aber es war eine Erfahrung, die war schon relativ wild. Und das war auch 2019? 2019, glaube ich. Ja. 2019, ja. Ende 2019, glaube ich. Ja. Wo seid ihr da hingeflogen? Einfach im Kreis immer? Nee, wir sind von Paris nach Toulouse geflogen. Mhm. Ich glaube, es sind so 1,5 Stunden ungefähr. Echt, wir haben so extra. Krass. Nee, das war. Ich glaube, die Hälfte war E-Sport und die andere Hälfte war Passagierflugzeug. Also die haben da extra so eine Abtrennung gehabt. Und da war die erste Hälfte war nur mit Personal, also mit hier 50 Leute mit nur Personal, die dafür zuständig waren. Und halt eben, ich glaube, 10 Spieler waren wir, glaube ich. 10 oder 12. Und ja, wir haben dann eben solche Sitze bekommen. Und damit es noch relativ professionell aussieht, bisschen Acting vor mir gemacht, dass sie sich unterhalten. Und da hatten wir Hin- und Rückflug das Turnier gespielt. Da hast du nicht nur den Schnauzer, sondern auch ja, den. Ja, da habe ich dann angefangen, so es wachsen zu lassen. Ja. Das ist ja noch ein relativ humanes Foto von denen, die jetzt noch kommen werden. Ja. Was genau, wo wart ihr da? Also ich sehe Lennart und Felix und ich sehe dich in einem Red Bull Flick-Hoodie. War das bei Flick? Das war dieses Jahr beim Red Bull Flick, ja. Nee, letztes Jahr müsste das gewesen sein. Das war oder? Das erste Mal, wo wir da waren, in Berlin im Level. Und da haben wir noch mitgespielt und haben uns qualifiziert für das Event. Und das war das Interview, was wir gegeben haben vor dem Showmatch. Das ist also ein knappes Jahr ungefähr ist das her. Ah, stimmt, doch. Ja, dieses Jahr hatten wir was anderes an, stimmt. So, jetzt ist das zweite Jahr schon. Also auch immer ein Highlight gewesen. Im Jahr, das war richtig geil. Gegen was für Teams habt ihr da so gespielt? Wenn ihr jetzt sagt Flick. Ich war jetzt gerade auch bei Flick in Kopenhagen und da waren ja relativ viele Pro-Teams unterwegs mit. Habt ihr da auch gegen Pros gespielt? Nee. Also auf dem deutschen Niveau waren das noch keine Pro-Teams. Das waren schon CS-Spieler aus Deutschland, die man kennt, wenn man auch auf Faceit viel unterwegs ist, denke ich. Aber jetzt nichts, was man jetzt auf irgendwelchen super großen Turnieren sehen würde. Okay. Ja, also ich hatte das ja auch geguckt in Kopenhagen, ne, jetzt letztens und die in Deutschland gewonnen hatten, hier Predi und Sebi, die waren da chancenlos und die waren in Deutschland mit Abstand die Besten, die haben da, also das siehst du schon, ne, wie das international war, also in Deutschland war es auch schon besser als letztes Jahr, aber trotzdem international, die ganzen Skandinavier da, ja, völlig. Ja, Polen, Skandinavien, die sind crazy, ja, ich habe das jetzt auch da, ja. die Skandinavier, oder die Finnen haben jetzt, glaube ich, gewonnen, aber die Polen, die waren ja letztes Jahr, glaube ich, auch im Finale oder irgendwie im Halbfinale und sind jetzt dieses Jahr halt auch durchmarschiert da gegen die Pros, auch gegen Spirit und so weiter.
chancenlos. Was sagt ihr zu dem Bartstyle da? Hat sich da irgendwas verändert bei euch? Also bei mir ist das noch der aktuelle. Mir eigentlich auch, oder? Ja, ein bisschen länger bei dir, glaube ich, oder? Ein bisschen länger, ja. Ich weiß nicht, wie ich da so gucke. Was ist denn da passiert? So. War ein langer so Tag, glaube ich. Verträumt. Langer Tag, ja. Ja, zwischenzeitlich hast du mal nur einen Schnäuzer gehabt. Ah, nee, das war danach, ne? Da hast du von Fatih nochmal einen Bart verpasst bekommen. Der hat mich hops genommen, ja. Der hat dich rasiert, ja. Du träumst auf jeden Fall gerade. Ja, so ein bisschen. Warum hat Fatih dir einen Bartstyle verpasst? Ja, als wir letztens hier waren, das ist ein bisschen ausgeartet bei einer Challenge. Und ja, wir hatten dann am Ende irgendwelche Münzen hergeworfen und ich habe natürlich verloren. Und der Verlierer bei unserem Ratespiel musste sich halt rasieren lassen. Aber ich muss sagen, eigentlich hat er es gut gemacht. Also hat auch gutes Feedback bekommen teilweise. Geht ja auch schlecht aus. Von meinen Eltern nicht, aber... So, ich bin jetzt mit Felix im zweiten Flieger. JFK, yes, John F. Kennedy Airport in New York. Du bist auf jeden Fall richtig da. Wir von 2 Stunden, waren 1,5 Stunden beim Esther. Wir sind nur gerannt, nass geschwitzt beide. Unser Flug gerade ist eine Lady zusammengebrochen. Die lag einfach im Flur für 20 Sekunden. Mein Koffer ist kaputt gegangen. Ich muss mir einen neuen für 450 Euro kaufen. Boah, ey. Und jetzt nochmal 7 Stunden nach Seattle. Das wird geil, Alter. Fuck. gönn dir. Das war eine Kacke, ey. Ich hatte keinen Platz in diesem Flugzeug. Guck mal, ich konnte. Die hatte schon Notausgang. Ich konnte nicht essen. Ja, er hatte schon den größeren Platz, oder nicht? Er ja, aber. Tisch. Ja. Ach ja. Wo wart ihr dahin unterwegs? Ich hatte gesagt, also war es eine Amerika-Reise? Einfach, oder? Ja, das war das Broadcaster Royale. Das wurde damals von Twitch organisiert. Das war ein PUBG-Turnier. Ja, kurioserweise haben wir nichts gerafft. Ich weiß gar nicht, wie wir das geschafft haben. Also wir haben uns dann irgendwie qualifiziert über eine Stage. Also da haben dann auch ein paar Leute rausgekickt, die haben irgendwie kein Visum bekommen. Und dann hat mich Lennart irgendwie, keine Ahnung, es war irgendwie 3:30 in der Nacht, hat er mich angerufen. Ich hatte ja nicht mal einen Reisepass. Musste ich alles nochmal super schnell organisieren. Es war ganz wild. Ja, und da konnten wir uns da für die Endrunde qualifizieren. Dann sind wir da von Kosten auf Twitch, von Kosten von Twitch, schön nach Seattle. Na, hatten auch ein schönes Hotel, hatten da ein paar schöne Tage. Also das war, denke ich, so das Highlight bis jetzt in meiner E-Sports-Karriere, ja. War das deine erste USA-Reise? Ja, ich wollte ja immer mal so nach Amerika, ne, mal gucken. Und dann jetzt halt noch, natürlich noch for free. Ja. Hat noch ein bisschen Preisgeld gewonnen, ne. Lennart musste seins ja, wie gesagt, abgeben für einen neuen Koffer. Ja. Also der für ja, lauterhin. Sieht auf jeden Fall aus, als hättest du richtig viel Lust. Also. Ja, da waren ja, also wir die Flüge, so den ganzen Tag unterwegs. Das Event und alles war geil, aber die Flüge waren eine Katastrophe. Ja. Also ja. Der Hinflug waren wir... Da hatten wir den Notausgang, das war dann der zweite Clip, aber warum wir keinen Platz hatten, war am Notausgang, das waren nicht so Sitze, wo du so eine Mittellehne hast, die du hoch und runter klappen kannst, sondern das waren diese festen, wo du links eine Wand hast und rechts eine Wand. Und weil das ein Notausgang war, konntest du von vorne nicht die Tische runterklappen, sondern du hattest nur diese kleinen Dinger in der Seite drin. Ja genau, diese so vor dich klappst. Und da wir halt beide zu dem Zeitpunkt auch noch gut was mehr auf den Rippen hatten, hatten wir den halben Tisch in der Wampe drin hängen und dadurch halt relativ wenig Platz, um das Tablett dahin zu stellen. Stimmt. Ja, und dann war das, genau, das war der erste Flug und dazu kam noch, auf der anderen Seite waren keine Gäste, sondern links von uns waren dann die Toiletten. Oh nein, das sind die schlimmsten Plätze. Ja, und wie lange fliegt man nach New York? Sechs Stunden. Ach, das waren einmal 6. Ja. So nach 2-3 Stunden ging das dann so langsam los, dass da die Leute mit dem Toilettengang angefangen haben und dann kannst auch nicht jedes Mal, wenn die Tür auf und zu ging, hast du dann halt den Duft noch bekommen. Und der zweite Flug, das war mit so einem Businessman, da ging es dann nochmal 8 Stunden nach Seattle oder so. Und das war eigentlich schon Economy Plus, aber sogar Felix hing mit den Knien im Vordersitz drin. Also die Flüge waren eine Tortur. Das war auch, die haben auch die günstigste Airline genommen, die sie kriegen konnten. Aber da waren wir beide froh, dass wir dann endlich da waren. Ja. Ich glaube, da waren wir auch selber schuld am Ende, weil Twitch fragte ich ja vorher hier, wie wollt ihr fliegen, anreisen und sowas. Und wir haben halt abgebrochen hier, Emirates, First Class, Business, haben gesagt, lass uns mal probieren. Und wenn die schon so anfangen, am Ende haben die gesagt, diese Deutschen. Da war halt echt extra so ein Feld, ob wir bevorzugte Airlines haben. Und da haben wir dann halt Emirates reingeschrieben und so. Was haben wir bekommen? Delta Airlines. Boah. Ich meine, das tat jetzt im Nachgang nochmal weh, aber zu der Zeit war es halt okay. Weil ich hätte mich da auch 20 Stunden hingestellt, ne, für so eine Reise. Also es war schon. Gibt es auch noch einen legendären, 3-teiligen Vlog auf YouTube, der halt absolut legendär ist. War das im Vlog? Das war aus dem Vlog. Ja, ja. Also das sollte man sich mal anschauen. Und noch sehr andere dubiose Sachen passiert. Da hattest du so einen leicht angedeuteten Oberlippenbart. Ne? Also ganz nee, leicht. So sah das aus, wenn ich den am Morgen davor abrasiert habe. Ach so.
Da war bei mir noch nicht viel, ne? Da, nee, da hat's noch, hast du noch so gut wie gar nicht. Hier so ein bisschen an der Seite. Ganz, ja, da ist was an der Seite. Ganz wenig, aber da war ich noch nicht so richtig. Oder ist das ein Schatten? Nee, ein bisschen hatte ich da, aber nicht viel, ne? Du siehst auf jeden Fall richtig aus, als hättest du Bock. Ich war völlig raus. Wie lange wart ihr da unterwegs insgesamt? Also mit Overlay und so weiter? 20 Stunden? Also 20 Boah. Stunden und ich bin dann noch 3,5 Stunden, weil wir sind dann in Frankfurt, sind wir geflogen. Und ich bin dann noch 3,5 Stunden mit dem Zug nach Hause. Also ich war, glaube ich, auf der Rückreise war ich einen kompletten Tag irgendwo unterwegs. Ja. So, jetzt kommen wir zu meinen absoluten Lieblingsvideos. Das ist eine kleine Compilation. Stellt euch das vor wie Upsi Punch. Oh so Gott, ungefähr. Hab das sogar zusammengestellt. Okay. Da hat es noch funktioniert beim ersten Mal. Das. Der Sound. Wir spielen jetzt Arschbetten. Ist das Steve? Das war Steve, ja. Alex! Oh, oh Gott. Das Ich hab nicht den mit dem Baum reingenommen, oder? Gott sei Dank. Okay, nee, den habe ich dir erspart. Okay. Aber jetzt hast du ihn angekündigt, den kannst du dann auch irgendwann mal im Stream zeigen. Einfach. Ja. Lennart. Ja, da muss ich so 12 oder 13 gewesen sein. Und das war mein bester Freund damals, Alex. Und das war zu der Zeit, wo wir Jackass mega gefeiert haben. Da kam wahrscheinlich auch gerade Jackass 1 oder 2 raus. Und dann hatte man seine erste kleine Kompaktkamera und hat dann halt ein paar Sachen gefilmt. Und da dachten wir, ja, machen wir auch. So werden wir jetzt die neuen deutschen Jackass-Stars. Steht ja immer drin, mach das bitte nicht nach. Ne? Ja, also haben wir halt so ein paar Sachen aufgenommen. Da war natürlich nichts echt von. Also das Klatschen war dann Steve, die in die Hände geklatscht hat. Auch ein bisschen früh. Im richtigen Timing, ja. Ja, und das fanden wir damals sehr witzig. War das schon damals klar, dass du irgendwann vor der Kamera enden wirst? Nee. Also Sachen haben mir immer Spaß gemacht, aber wenn ich da 12 war, da war das 2005 oder 6. Da war YouTube noch gar nicht so groß, glaube ich, in Deutschland. Da war es noch MyVideo, wo ich damals auch Sachen hochgeladen habe. Nee. Und das da war ein Schulprojekt. Das war tatsächlich ein Schulprojekt. Biologie. Das war für die Duisburger im Bieger Park. Und wir hatten ein Schulprojekt im Englischunterricht und wir sollten, ich weiß gar nicht mehr, was die Vorgabe war, aber unser Skit war dann in einer Vierergruppe. So eine Art Big Brother Format, was wir Little Sister aber genannt haben. Und ich war ein deutscher Fußballfan, genau, dann war das 2006, ich war ein deutscher Fußballfan, der mit seinem Kollegen sich in England verirrt hat. Mhm. Und wir haben nicht nach Hause gefunden, das sieht man da nicht so gut. Ich hatte aber so eine Afro-Perücke. Das sieht man auf dem Baumvideo. Ja. So eine Afro-Perücke in Deutschland Farben. Und ich weiß gar nicht, was die Szene war. Da waren wir wahrscheinlich wieder obdachlos irgendwo im Wald und wir haben da so eine Wasserflasche gefunden und ich dachte, guck mal, ich zeig dir einen Trick. Das sieht dann so aus, würde ich von der Brücke pissen. Und das hat es dann ins Video geschafft tatsächlich. Ja. Ey, solche Schulprojekte. Ich hatte auch eine Lehrerin, bei der haben wir immer so Videoschulprojekte gemacht. Mhm. Ich musste mal ein Musikvideo und einen Rap aufnehmen. Wir mussten Macbeth rappen. Wir haben auch im Musikunterricht einen Rap gemacht und haben Diss-Track über unseren Lehrer. Und der war ein halbes Jahr später nicht mehr an unserer Schule, weil die Bars so gesessen haben. Oh nein. Ja, und am Anfang die Skate-Szenen, wir haben auch ein bisschen Skateboard gefahren und das war auf der neuen, also im Hintergrund ist der Garten von meinen Eltern und wir haben keinen Sound zu den Nachbarn gehabt, weil meine Eltern sich gut mit denen verstanden haben und das war die neue Veranda von denen hinten am Gartenhaus. Die haben sich richtig gefreut bestimmt. Da haben wir richtig Ärger bekommen, weil diese Schiene, ich weiß gar nicht, was das war, die wir da gefunden haben, die ist in das Holz immer reingerammt. Mhm. Und auch wenn wir da irgendwelche Tricks probiert haben, da waren richtig Macken nachher in der Veranda, da haben wir richtig Anschlüsse bekommen. Achso, das war meine Hip-Hop-Zeit auch. Das war so eine weite Baggy-Pants, die ich da getragen habe. Da kennt Felix, glaube ich, auch noch ein paar alte Fotos. Also das war mein Kumpel. Naja. Und da hatte ich auch so ganz viele von diesen New Era-Caps mit dem geraden Schirm. Das, glaube ich, hatten alle so in unserem Alter zu der Zeit. So silberne Hosen. Boah, da habe ich auch ein Foto, das ist ganz, ganz wild, ja. Ich bin so froh, dass ich keine Fotos einschicken musste. Ich bin wirklich so froh, dass wir so schlimm sind. Ja, ich hatte auch noch 2-3 Videos aus so einer Zeit, aber die verstoßen gegen jegliche Richtlinien. Könnte man ja nicht. Können wir leider heute nicht zeigen. Seht ihr dann auf einer anderen Plattform? Hast du solche Videos von dir? Ehrlich gesagt nicht, nein. Ehrlich gesagt nicht, nein. Vielleicht bin ich einfach, falsch aufgewachsen, so wie es aussieht. Kein Camcorder gehabt früher? Kein Camcorder gehabt, nein.
Ich könnte wirklich nicht sagen, dass ich irgendwelche dubiosen Aufnahmen habe, weil, keine Ahnung, das war einfach damals bei mir nicht so. Einfach nie was aufgenommen. Keine Ahnung. Bei euch beiden? Kommen die Videos irgendwann? Kommt das Baumvideo? Ja, also ich habe bei mir zwar so 20 alte SD-Karten gefunden, wo ich mal ein bisschen rumgestöbert habe. Das könnte man vielleicht mal als Special-Format machen, da ein bisschen durchgucken mit dem Stream und so. Ja, jetzt habt ihr das angeteasert, ja. Das muss ich jetzt leider machen wahrscheinlich. Ärgerlich. Also Leute, neues Format bei Trilux demnächst auf Stream. Das war History of Big Beats Teil 2. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, liken, abonnieren, Glocke nicht vergessen. Und euch auch vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid. Sehr gern. Gerne, dass ihr mitgemacht habt, die ganzen Fotos. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.